Guten Tag, meine Schüler und Schülerinnen. Heute haben wir Deutsch Lernen 2, Lektion 29. Wir haben heute Grammatik. Kommt bitte an die Tafel, was gibt's hier? Ich kaufe ein Geschenk für meinen Bruder. Für meinen Bruder. Das ist für meinen. Das ist Akkusativ, das ist. Ja, das ist Akkusativ. Warum Akkusativ? Für. Was bedeutet für? Für meine Oma. Für meinen Opa. Für meine Kinder. Für die Schüler. Ich lehre euch für euch. Was ist für? Für bedeutet? Ja, super, vor. Okay. Der zweite Satz. Ich gehe ins Kino ohne meine Eltern. Meine Eltern kommen nicht mit mir. Kommen nicht mit mir ohne. Was bedeutet ohne? Ja, super, without. Meine Eltern. Ist das Akkusativ oder Dativ? Akkusativ, super. Was ist für ohne? Das sind Präpositionen. Diese Präpositionen kommen im Akkusativ. Das heißt plus Akkusativ. Und für bedeutet vor, ohne bedeutet without. Das zweite Wort für wen? Für wen kaufst du ein Geschenk? Für meine Brüder, für meine Eltern und so weiter. Klar? Okay. Dann haben wir hier eine kleine Übung, eine kleine Übung. Wir ergänzen mit für, ohne und mit. Was bedeutet mit? Ja, will. Mit, kein Akkusativ oder Dativ? Das, Aufgabe A. Nicht laut. Unser Vater fährt den Auto in die Ferne, dem Auto. Das ist Dativ, super. Welche Präposition? Mit, super. Unser Vater fährt mit dem Auto in die Ferne. Aufgabe B. Endlich hat Eva ein Geburtstagsgeschenk ihren Bruder gefunden. Ihren Bruder. Das ist Akkusativ. Welche Präposition? Ja, super. Für ihren Bruder. Für ihren Bruder. Eva, der Satz noch einmal. Endlich hat Eva ein Geburtstagsgeschenk für ihren Bruder gefunden. Satz Nummer 10. Ich darf dieses Jahr meine Eltern in Ferien fahren. Ich darf. Welche Präposition? Ja, super, ohne meine Eltern. Das heißt, meine Eltern kommen nicht mit mir in Ferien. Super. D. Wenn ihr nicht gleich kommt, fahren wir euch weg. Ja, super. Mit euch. Und E. Gehst du heute deiner Mutter einkaufen? Gehst du heute deiner Mutter einkaufen? Welche Präposition? Ja, mit. Mit deiner Mutter einkaufen. Gehst du heute mit deiner Mutter einkaufen? Ja, super. Warum mit? Deiner ist das hier. F. Schade. Mich hat niemand Zeit. Für mich, super. Für mich hat niemand Zeit. Und G. Lene isst gern Bratwurst? Ja, super, mit Sauerkraut. H. Die Schnitzel sind für uns. Die Wurst ist für den Hund. Ja, super, das ist für mich und das ist für dich. Ja. Und Aufgabe I. Im Winter gehe ich nicht
Gehe ich nicht? Nicht nütze weg. Super. Okay, klar? Hausaufgabe? Booklet? Auf Seite 9-10, Aufgabe Nummer 2. Okay, danke schön. Tschüss.